Mein Name ist Nick Schopenhauer, das ist MX Style, sicher zum MX Lifestyle und heute wieder mit einer neuen Runde Frag Nick. Und zwar, wird ein Kolbenwechsel-Tutorial kommen und wie lange hält ein Moosgummi? Also, viel Spaß dabei! Ja, liebe Offroad-Sportfreunde, ihr habt mir wieder einige Fragen gestellt, die ich natürlich hier versuchen werde, zufriedenstellend für euch zu beantworten. Und die erste Frage hat Armin und er fragt, wirst du auch einen Kolben bzw. die Lager im Motor wechseln? Ja, also da ging es darum, wo ich meine Ventile, wo ich das bisschen gezeigt habe, meine die Ventileinstellung zu checken bzw. den Ventilspiel zu checken, ja, und ob ich da die Lager bzw. den Kolben noch wechsle. Wir haben das Thema jetzt schon öfters mal durchgekaut mit Kolbenwechsel. Das Tutorial kommt, das ist immer noch weiterhin geplant. Ich wollte es diesen Winter machen an meinem Motorrad. Mir fehlen aber noch 30 bis 40 Betriebsstunden. Und da ich dieses Jahr auch wieder viel vorhabe, und da reichen mir wahrscheinlich auch wieder die 30, 40 Betriebsstunden, die ich noch Luft habe zum Kolbenwechseln. Und deshalb vertage ich das leider für euch wahrscheinlich leider erst auf den nächsten Winter. Aber ich kann auch nicht einfach hier aus vollen Händen schöpfen und jetzt einfach mal einen Kolbenwechsel, ja, mit vollen Händen das Geld zum Fenster raushauen, ist jetzt übertrieben. Ja, schadet ja ein Motor nicht, jetzt einen Kolben mal zu wechseln. Aber wenn der alte noch geht, ich nichts merke und die Betriebsstunden geben es noch her, wechsle ich jetzt nicht einfach so den Kolben. Es sollte sich eigentlich diesen Winter mal was ergeben. Da hat sich einer gemeldet, wir wollten Kolben wechseln. Hat dann aber sich nicht wieder gemeldet und hinterher renn du ich auch keinen jetzt irgendwie darf ich bei dir einen Kolben wechseln. Ja, also das mache ich auch nicht. Wie gesagt, wenn einer Bock hat, ja. Die Wintermonate sind aber leider so gut wie rum. Ja, wenn das Video ja online ist, sind sie wahrscheinlich schon rum. Die ersten Sonnenstrahlen sind da und da will wahrscheinlich keiner mehr einen Kolben wechseln. Und ich möchte dann auch nicht jedes Wochenende in der Werkstatt hocken, da will ich dann auf der Strecke wieder sein, ja. Deshalb tut es mir an der Stelle wieder leid, damit dass das wieder nach hinten vertagt ist. Vielleicht ergibt sich auch im Laufe des Jahres mal was. Ansonsten wird es halt wirklich erst nächsten Winter. Es tut mir leid, dass ich das wieder vertage, aber aufgehoben heißt nicht, Entschuldigung, andersrum, aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Ja, Leute, ich bin da weiter dran. Ansonsten hoffe ich, dass die Frage trotzdem zufriedenstellend beantworten konnte und kommen wir gleich zum nächsten Kommentar. Ja, kommen wir zur zweiten Frage, die kommt von Max und er fragt, wie lange hält in der Regel so ein Moosgummi? Ja, das kommt natürlich auf viele Faktoren drauf an, welchen Hersteller man hat vom Moosgummi und wie man harte man ihn auch rannimmt. Ja? Und von den Betriebsstunden her gesehen, habe ich jetzt den Technomoos ja drin, ja. Und jetzt vom Fahrgefühl her oder von der Funktionstüchtigkeit her, er ist einfach noch intakt, ja. Und er hat seine guten 30 Stunden, Betriebsstunden dieses Jahr seinen Dienst erwiesen. Also bis zu 30 Stunden kann das schon gehen, wenn man natürlich nicht so einen Technomoos hat. Der Technomoos ist relativ schwer zu montieren und recht starr, aber dafür anscheinend auch widerstandsfähiger wie andere Modelle, ja. Und der Preis ist halt relativ günstig. Andere Moosgummis, es kommt natürlich drauf an, es gibt verschiedene Moosgummitypen, weich, hart und so weiter, wie lange die dann halten. Erfahrungsgemäß hatte ich dann noch Metzler früher und da bin ich so, würde ich aber auch sagen, 20 Stunden, wenn man die dementsprechend pflegt, das heißt auch ab und zu mal schmiert und so weiter, ja, rausnimmt, neu einschmiert und wieder reintut, halten die natürlich auch länger, da verlängert man die Lebensdauer. Natürlich ist es auch so, dass sie am Anfang relativ hart sind, dann immer weicher werden, dünner werden und so weiter und sich dann bis zum Totalen auflösen oder es so schlimm ist, dass sich sogar der Reifen selber von der Felge zieht, weil einfach zu wenig Moosgummi, Druckpower noch da ist. Ja, da sind sie dann einfach verschlissen, das muss man so sagen. Aber wie gesagt, mit den Technomoos kann ich sagen, so 30 Betriebsstunden sind da schon realistisch, was man da anstreben kann. Muss aber sagen, kommt wirklich drauf an, wie hart man ihn rannimmt. Also würde ich sagen, so bis zu 20 Betriebsstunden, einige Modelle bis zu 30 Betriebsstunden, kann man schon damit rechnen, dass sie da hingehend halten.
Aber ihr seid natürlich recht herzlich dazu eingeladen, euer Feedback mal mit hier reinzuschreiben. Ja, nicht immer nur meine Einzelerkenntnisse hier wiederzugeben in so einem Video, sondern auch eure Erfahrungen mal unten mit reinhaut. Zum Beispiel gab es mal eine Mischungsumstellung beim Metzler, weil ein Stoff als krebserregend, auf krebserregenden Verdacht, da haben die das gewechselt, hatten dann ein bisschen Probleme, hat sich schnell aufgelöst. Also da bin ich mal 2 Rennen gefahren, da war da Ding schon total breit, ja, und gerissen. Haben sie mittlerweile natürlich auch wieder im Griff. Ist schon ein bisschen länger her, wo man das gemacht hat. Also bei mir ist es schon 10 Jahre her wieder. Ja, mittlerweile schon wieder 10 Jahre, wo das war. Also mittlerweile sind die da auch wieder im Stand. Da gibt es ab und zu mal solche Sachen, ja. Da muss man aber einfach dann auf die Händler zugehen und sagen, hey, guck mal hier, das... Ja, und die sind dann, wenn man vernünftig dahin geht und nicht den Rotz hinhaut und sagt, was für eine Scheiße hier und sowas. Nein, ganz vernünftig auf die Leute zugehen. Ich habe dann auch problemlos einen neuen bekommen, war kein Thema und der Drops war gelutscht sozusagen. Ja. Das mal noch so ein bisschen als Hintergrundinfo. Aber ansonsten seid ihr natürlich dazu eingehalten, unten in die Kommentare euer Feedback mal noch mit dazu zu geben. Somit hoffe ich, dass ich eure Fragen wieder zufriedenstellend beantwortet habe. Falls ja, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video mehr dieser Art verpassen möchtet und kommentiert natürlich fleißig, wie gesagt, wenn ihr noch Feedback dazu habt oder halt noch weitere Fragen bzw. Tipps und Tricks dazu. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Erfolg und sportfrei, euer Nick.